Okay, das müssen wir noch üben. Herzlich willkommen und einen wunderschönen, ich glaube, 4. Advent müssen wir jetzt haben, wenn das Video rauskommt. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit dabei die besten Freunde oder so, der gute Zio und Yoshi. Hi. Und Carina! Hallo! Der hat keinen YouTube-Kanal. Ist ja auch ein paar. Folgt ihr auf Instagram? Ja. Bin ein Anhängsel auf jedem Kanal. Daniel, was machst du für die Klicks bist du? Na, ich bin ein Muss auf jedem Kanal. Bist du das? Was machen wir heute Schönes? Wir bauen Lebkuchenhäuschen. Ja! Ich kann das nicht. Und ja, dann bauen wir jetzt mal aus hier, das schleift schon wieder. Was ist das überhaupt? Leckeres Zeug, darf man probieren oder darf man probieren? Oder touchen die schon wieder? Ja, echt. Und Leute, auf jeden Fall, hier ist das coole Team und da ist das... Wie das Oder-So-Team. Ja, oder so. Das was Team? Oder-So. Das Oder-So-Team. Und wir bauen jetzt unsere Häuschen auf. Bin ich zufrieden mit, solange unser Häuschen am Ende des Tages sämtliche Preise abräumt und euer Häuschen nur so einen Haufen Quatsch da ist. Ihr bestimmt, wer gewinnt. Okay, also ich bin der Meinung, dass jeder seinen Puderzucker selber anrührt. Ja! Puderzucker selber anrühren. Und da du schon die Idee mit der Zitrone hast, habe ich gemerkt, du hast da Ahnung von. Muss man. Du hast doch die Bäcker. Ja, also. Scheiße. Ja, stimmt, ich bin gelernter Bäcker. Haben wir eine Anleitung oder so? Nö. Ich bin jetzt schon lost. Ich glaube, es geht darum, dass wir mit Puderzucker halt die Sachen zusammenkleben sollen. Ja, schon, aber. Nicht, was er macht. Ist halt so, wie rühren wir den Spaß denn jetzt an? Ist das für uns beide oder so? Das ist nur für uns. Ihr habt... Nein, das kann ich nicht verwenden. Ja, hauen wir mal ein bisschen was rein, den Puderzucker. Und dann wir machen das denen einfach nass. Ich will das Zitronending auch haben. Ein bisschen was reißt immer gut. So. Warte, müssen wir erstmal eine Finte machen oder so. Ja. Ja, was ist da? Nee, komm, wir machen mal. Ja, ja, komm, wir machen was rein hier. Dann. Super. Was soll denn Scheiße, wir müssen viel mehr machen. Okay. Just going. Ist das so? Ja, schon sehr viel. Ist, ja. Geschmack von der Konsistenz. Oh, das ist ein bisschen zu viel Wasser hinterher. Ja, ja, ein bisschen Wasser. Jawohl, das wird schon sehr viel. Das sehe ich nicht, weil ich bin der Ärger schon. Oh, okay. Alter, Alter! Das war so ein. Okay. Das so mega gut. Dann vielleicht doch nicht rein. Ist das jetzt Kleber? Das ist wie. Das ist ja wie. Hey, gibt's dies? Diese Papmaché-Kleber, weißt du? Das ist mega hart, Alter. Ich würde sagen, lass noch ein bisschen was von dem. Es gibt noch einen extra Punkt für den, der zuerst fertig ist, oder? Wer zuerst fertig ist? Nee, Mann. Habt ihr. Oder wie habt ihr das denn gerade rausgeholt? Ich weiß nicht. Ich hab mich einfach. Ja, laufen lassen. Ich check nicht einmal, wie es zusammengesetzt gehört. Wow, Alter. Ja, da kommt noch. Das kommt. Morgen. Stopp, stopp, stopp. Hast du mal. Erzähl es uns schon. Das schon. Ja, ist doch voll gut. Was ist das überhaupt hier? Jetzt habe ich das an den Fingern. Honig. Das hat man Honig gesagt. Der ist lecker wie ein Hersteller aus ihrem Arsch. So. Was ist denn das? Wir sollen daraus ein Haus bauen. Habt ihr schon mal ein Lebkuchenhaus gebaut eigentlich? Nein. Echt nicht? Wer baut denn ein Lebkuchenhaus? Also ich glaube, keine Ahnung. Ich kann mir ungefähr vorstellen, wie es geht, aber wir gucken jetzt einfach mal. Ja, aber das ist so ein Spitzdach. Wir haben hier die Spitzen. Genau. Die Spitzen müssen, das ist quasi vorne und hinten. Mhm. Und das sind die Seiten. Was ist die Seite? Das ist der Boden hier? Das ist der Boden. Der ist der größer, ne? Der ist ein bisschen gewellt. Das ist jetzt die Frage, wenn man den Boden jetzt, den muss man ja bestimmt verkehrt herum hin tun, oder? Nee. Oder? Wie ist das? Nee. Schau mal her, das ist, glaube ich, so. Gibt es eine Platte, die größer ist? Ja, mehr. Die ist größer. Ah, sehr geil. Genau, dann muss das eben so ungefähr aussehen. Ja. Schauen wir uns das mal an, von vornherein schon. Die Spitzen sind ja viel höher. Easy peasy. Habt ihr gemerkt, wir sind Team Brille gegen Team. Ja. Ja. Oder so. Gegen Team Schmutz. Normalus. Hey, guck, wir haben ja viel mehr als wir, verdammt nochmal. Wir müssen das auch. Wir haben zu wenig Puderzucker gemacht. Ich muss erst mal kurz zusammenbasteln und gucken, wie es ungefähr aussieht. Ja, eigentlich kommt noch ein Ei rein, aber wir haben kein Ei mehr. Vor allem. Das ist die vegane Version. Wieder typisch. Nee, es ist Honig drin. Honig, ich weiß nicht. Honig so, ist also ich tue jetzt hier mal noch ein bisschen Wasser rein, damit du Bescheid weißt. Und jetzt kommt noch bis ganz oben hin. Hier ist unser Puderzucker. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist perfekt gerade. So, klar, jetzt, wir machen das. Jetzt geht's hier komplett los. Jetzt ist alles zu spät. Ich hab so Bock, da reinzubeißen. Ja. So, ich sag's dir, Budi. Okay, gut, dass wir zu zweit hier jetzt dran sind, weil ich habe immer das Gefühl, dass man zu wenig Kinder hat. Ist das. Ist das immer noch zu kleistrig schön? Oder? Nee, das ist eher zu flüssig. Was hältst du da? Scheiße, dann machen wir.
Ja, mega gut. Gut, oder? Ja. Voll gut. Okay, sollen wir es so machen, dass ich dir immer hinhalte und wie viel Puderzucker habt ihr noch übrig? Zwei. Mach mal rein hier. Oh. Damit. Ich hab noch Puderzucker von uns. Hä, ist euer Puderzucker leer oder was? Ja, ist weg komplett. Hä? Und wir brauchen was habt ihr gemacht? Ihr habt alles aufgebraucht, ihr Penner. Ja, wir haben unseren eigenen halt gehabt. Genau. Warte mal. Ich hol dir mal noch einen. Ich hab mal einen. Wie krieg... Jetzt, da kommt er. Da kommt der Honig. Oh Gott, willst du dich werfen jetzt? Ist das offen? Ja! Oh, du nee! Oh mein Gott! So, wie ist das? Sag mal, was ich tun soll, Carina. Was soll ich tun? Ich bin so lost. Jetzt ist hier. Jetzt wird das wirklich Zeit. Ich schaue gerade, in welche Richtung das Ganze. Jetzt sind wir am Start hier, Freunde. Das ist natürlich. Jetzt fühlt sich gut an schon? Oder ist es? Es ist sehr gut für mich. Wir machen noch ein bisschen. Ein bisschen. Wir machen noch ein bisschen. Jetzt. Und? Brain. Leute, wo fangen wir an? Bei welchen? So, jetzt müsste das aber langsam hier. Okay, also. Jetzt müsste das wirklich echt kleistrig, zähflüssig, klebrig werden. Okay, dann will ich einmal hier. Ich mach das mal weiter. Schauen wir mal, wie das zusammenkleben. Oh Mann, ey. Weißt schon, ich habe mein ganzes Leben lang echt vermieden, irgendwas zu backen, zu kochen oder sonst irgendwas. Okay. Ich auch, und dann war ich Bäckergeselle. Echt? Ja. Oh Mann, warum machst du das? Ich wollte es gar nicht machen, aber so, ich hatte keine andere Perspektive. Da gab es noch kein YouTube. Wo? Die? Die und da die musst, darunter. Du musst tätlos der Mensch noch arm bleiben. So, schauen wir mal. Oh, wie brutal. Da mussten talentlose Menschen noch arm bleiben. Nee, da musste ich auch meine eigenen Brötchen verdienen. Ja. Heute sind die Brötchen aus Blattgold. Ach. Und mit wachten Eiern. Meinst du, es reicht? Ja. Ui, ich weiß nicht. Also, wo ist denn der Zuckerguss jetzt hin? Der ist nicht da, wo er hingehören soll. Der ist auf die andere Seite. Wieso habt ihr so einen schönen Kleister und wir nicht? Oh, 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 oh. Oh je. Müssen wir nochmal nachkleistern dann danach. Ja, ich würde sagen, jetzt kriegen wir das Zeug mal zusammen. Ja, oh, oh. Das wird schon werden, ja. Genau. Soll ich irgendwie jetzt die nächste Seite machen, dass das nicht... Aber genau, die, du machst auf. Also aus meinen Fugen rein. Und machst da, also wir müssen erstmal den hinten müssen wir anfangen. Und zwar so auf dem Boden. Okay. Also der muss erstmal so am... So. Mach das, dann tu das doch. Dann mach das. Ja, wenn du sagst, lernen kannst, dann kannst du auch machen. Ja, machst du so eine Kletze. Genau, ein schönes bisschen ran. Hat wenig jetzt, glaube ich. Ja, es wird schon gut kleben. Hm. Wenn es mal fest wird, dann irgendwann. Das ist ja auch immer, oder? Ja, warte. Ich mach das mit der Gabel. War das so? Und? Nee, stopp. So, und welche Seite? Die Seite so. Noch, oder? Nee. Die oben. Ja, kannst du die andere Seite machen. Die da. Ah, das schaffe ich nicht. Muss schon Carina, so schaff ich lange nicht. Seite. Das schaffe ich nicht. Ja, ich schaffe es nicht. Dreh. Scheiße. Scheiße. Okay. Dieser Moment, wenn man sich klonen möchte, Leute. Ja, echt so. Jetzt haben wir schon vier Hände. Ah! Nicht so rum, wie? Alles rum. Also? Ja. Zu ja. Da hab ich ja die falsche Seite geklebt. Meine Fresse, Alter. Da taucht die unterste da auch noch schnell ein. Es ist irgendwie so. Genau, das war so. Die machen das auch gut mit denen. Das muss jetzt reichen. Das ist auch ganz gut eigentlich. Guck mal hier. Ja, genau. So es schaut es aus. Ah! Nein. Ich das hier mal so ran? In die Fugen muss das rein. Genau. Du hast sogar auf die Vorder- und Rückseite gedacht. Habt ihr das auch, wo die Tür ist? Habt ihr dran gedacht? Ja, das ist vorne. Mhm. Ja. Wir haben da jetzt nicht so dran gedacht. Ich habe genügend Lego gemacht, da merkt man sich vom Scheiß. Aber bei Lego war eine Anleitung dabei. Das stimmt. Die ist hier nicht da, ist wie Ikea hier. Ikea hat mittlerweile schon YouTube-Videos, glaube ich, zum Aufbauen. Zack, und rüber. Boah. Daniel, erzähl doch mal, was war an Weihnachten immer das Schönste für dich? Ey, generell, mittlerweile schenken wir uns gar nichts mehr an Weihnachten. Ja, umso besser. Das finde ich gut. Das ist übelst krass. Wir verbringen einfach nur noch Zeit miteinander, gehen brunchen oder irgend sowas. Ich finde das aber schön. Aber ich muss auch sagen, also meine schönste Erfahrung war, als ich ein Nintendo NES bekommen habe. Da ist zwar schon Super Nintendo draus gewesen, aber ich war trotzdem übelst happy damit und ein Fernseher. Und ich bin übelst ausgerastet, das gibt es immer noch auf Video. Echt? Wie ist der Nintendo-Junge mit dem Nintendo 64? Ja, genau so ähnlich war ich auch. Oh, ich komme ja aus Thüringen, also bin ich halt übelst mit meinem Dialekt in dem Video und dann so oh, guck mal, Tina, schau mal, wir haben Nintendo mit Super Mario. So hast du mal geredet? Ja klar, übelst hart. Schande. How dare you? Ist das genug oder muss das mehr sein? Das passt ja super aus, wie ein schönes Spitzendach so. Ja. Das hängst du gar nicht auf dem Bild, ne? Boah, ist das, Leute, ich bin jetzt schon komplett raus. Das ist so anstrengend.
Was war euer schönstes Weihnachtsgeschenk bis jetzt? Ich muss auch sagen, damals war es für mich auch so ein bisschen in Nintendo 64, weil da waren Konsolen halt wirklich noch etwas ganz, ganz Besonderes. Ihr durftet gar nicht so viel spielen, nee, damit, obwohl ihr hattet, ne? Eine Stunde durften wir nur spielen. Jeder? Jeder eine Stunde nur. Und, Nee, komm, lass es. Gut aus, lass es, das ist der Schnee, der runterläuft. Also ich Nintendo, hier so ein 64 oder was? 64 war es bei mir. Aber klar, ich habe mich über jede Konsole gefreut. Das war halt eben meine allererste. Und als Kind war Weihnachten sowieso noch mal einiges magischer und so. Ja. Aber ich mochte halt die ganze Prozedur. Die ich würde gerne manchmal wieder Kind sein an Weihnachten. Manchmal schon, aber dann wieder nicht. Also Weihnachtsfilme gucken war super cool. Es war schön, dass die ganze Familie zusammenkam. Das Weihnachtsessen war auch mal geil, obwohl ich jetzt gar nicht so ein Genussmensch bin. Ich mache hier den Master-Trick des Universes. Du füllst das Ganze innen drin komplett auf. Ja. Mit Styropor, dann kannst du umfallen. Ui, nee, schau her, so wie ich so runter bin. Das ist perfekt. Okay, hier ist ziemlich echt geil. Schön. Jetzt muss ich hier noch machen. Mhm. Eine Fugenspritze. Joshi, was ist dein schönstes Weihnachtsgeschenk gewesen? Boah, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, um ehrlich zu sein. Mir fällt jetzt gerade nicht unbedingt was ein. Nee, die anderen. Die? Ja. Da. Oh, Leute, wenn ich das gewusst hätte hier. So wie so ein Zaun. Wie so ein Domi. Ja, dann hätte ich andere Sachen angezogen. Sollen wir das oben draufhauen einfach mal? Zucker. Es geht raus. Hä, ja, wieso ist dieser Kleber so fucking geil? Boah. Ja. Weil ich da haben sich die drei Lehrjahre gelohnt. Da hat sich eineinhalb Jahre Bäckerei gelohnt. Ah, Carina. Stimmt, du hast da verkauft. Wer angibt, der kommt, bringt das Jesuskind zum Heim. Ja, ist mir egal. Erzähl mal von. Oh, guck mal, eine Katze dabei. Ja. Krass. Die machen wir oben auf unserem Haus, okay? Was war dein schönstes Weihnachtsgeschenk? Ich hätte meine DSi gesagt. DSi? Ja. Hast du nicht bekommen? Habe ich bekommen. Hätte ich gesagt, wenn ich es bekommen hätte. Pass mal auf, dein Loot für die Welt ist gleich voller Zucker. Dein Arm, dein Bändchen. Oh Gott, ist mir das so egal. Die armen Kinder. Wo gingen überhaupt die Spenden hin? Tierheim, ein für, was war's noch, Obdachlosenheim und noch irgendwas, gell? An die Welt, Daniel, hast du nicht aufgepasst. Oh ja, stimmt. Selbstredend. So, wohin ging der Loot eigentlich? Krass. Zuckerschön. Aber es ist echt cool, wenn man sowas macht und dann tut man auch noch was Gutes damit und so, finde ich eigentlich echt nice. Ja, Mann. So, los. Oh Gott, bin ich dumm. Ey Gott, bei uns sieht's so scheiße aus. Das wirkt noch. Muss man mal schön machen hier. Jetzt hängen wir mal die ganzen Sachen dran. Guck mal, bei denen sieht's weniger Lebkuchen jetzt aus hier. Ding, wie heißt das? Haus. Haus, ist halt Haus. Bei uns richtig geil. Verteil das mal da hinten. Gibt's bei euch so irgendein Ritual, was ihr am Weihnachten immer wieder macht? Also, dass du sagst, irgendeinen Film guckst du immer wieder oder irgendwas Spezielles gibt's zu essen? Essen. Oder also so Filme was? Definitiv, alle eigentlich gefühlt. So von welche? Muppets Weihnachtsgeschichte bis hin zu Kevin allein zu Hause. Ja, man, Kevin allein zu Hause. Alles. Außer halt so Filme, die man als Kind nicht geschaut hat, aber würde ich gerne mal als Max einen Film einführen, meine ich. Sowas wie Stirb langsam eigentlich. Da habe ich gar keinen Bezug zu irgendwie. Stirb langsam ist super. Das ist der beste Weihnachtsfilm. Ist Stirb langsam ein Weihnachtsfilm? Die Debatte muss jetzt einfach alle machen. Ja. Natürlich ist es eine. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich Spaß was dran. Da ich ihn noch nicht gesehen habe, kann ich es dir nicht sagen. Hey, guten Platz überlegen für die Katze, ne? Oh. Ja, hätte ich auch gesagt. Die Katze mal auch vor die Haustür, oder? Wie der Gary früher. der war nicht vor der Haustür, der war immer im Futternapf. Nee, der war schon vor der Haustür, wie so ein Wachhund. Ey, ich wollte süß beim Heimfahren. Garrison. Lag also davor so. Hat geschaut so, der kommt bis daheim. Ach, du warst da, das ist alles mir egal. Dann ist mir egal, solange es nicht Lisa ist. Warum? Warum hat er jetzt eine weiße Schnute? Weil der im Zuckerguss gespielt hat. Im Zuckerguss gespielt. Aber Hausdach ist auch cool, Leute. Das ist echt auch cool. Super. Der macht einen richtigen Buckel. Ah. Macht richtig Welle, die okay. Gary. Macht richtig Welle. So, also, ich würde sagen, wir holen uns mal unseren geilen Kleister wieder. Ja, macht das hier so. Recycling. So. Ey, ich schwöre dir, wir haben zu wenig Puderzucker da drin. Meinst du? Ah, du hast ich bereite dir die vor und du kannst positionieren. Ich probieren, die anzufassen, warte. Klingt so, als würde ich hier voll die Kontrolle haben. So. Ja. Du hast den kreativen Part. Ich bin der Handwerker eher. Genau so viel. Also in Wirklichkeit bin ich eigentlich gar nicht der Handwerker. Ich bin so zwei linke Hände. Zwei rechte Hände, aber ich bin Linkshänder. Ja, bei euch hat ja die Lisa.
gestrichen, gell? Ja, nackt. Nackt gestrichen. Hat sich einfach komplett ausgezogen. Echt? Ja, aber ist trotzdem klug. Fürs Video auch. Damit es Klicks bringt, ne? Of course. Nee, der hat gesagt, was labert er da gerade? Ich muss aber mit Lisa reden, was ist hier los? Ja, nee, Lisa hat bei uns gestrichen im Keller. Wir haben den sozusagen den Keller, in dem ihr an Silvester wahrscheinlich seid. Auch nicht so viel. Ja, als weiteres Wohnzimmer ausgebaut, als Rückzugsort, damit man sich nicht auf den Sack geht. Schon auch mal getrennt was machen kann. Ist der eine mal zockt, der andere. Finde ich gar nicht dumm, man muss sich auch mal aus dem Weg gehen. Ja. Man liebt sich ja sehr, aber irgendwann, wenn man sich tagtäglich sieht, gell, Carina weiß am besten bei mir, irgendwann kann man den Typen einfach nicht mehr sehen. Ja, dann ist man so, boah, ich will mich mal irgendwie mal in Ruhe hier. Ja, einfach mal eine Stunde oder mal irgendwas gucken oder was zocken oder. Ihr seid alle so richtige Introverts. Hä? Echt? Ja. Naja, wie ist es bei dir? Ich auch. Ja, ich find's auch geil. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns ja die Devise, das haben wir ja jetzt schon, und es wird, wenn wir zusammen wohnen, dann genauso sein. Wir haben im Wohnzimmer 2 Fernseher. Das klappt irgendwie nicht wirklich. Was ist das denn? Ich wollte halt so cool außen rum machen, aber aus der Tube kommt nichts raus. Ich bin wie ein Schmied-Lenz. Da kommt nichts raus. Da, das ist ja wie die Zahnpasta hier. Wir haben im Wohnzimmer 2 Fernseher, damit wir beide an der PlayStation zocken können. Gleichzeitig, damit man gemeinsam einsam ist, sozusagen. Ja, das ist das Schönste. Das ist das Schönste, gemeinsam einsam zu sein? Gemeinsam einsam sein, ja. Aber sich Tür zu, Netflix gucken, Lieferheld, Essen bestellen, hab keinen Bock auf irgendwelche anderen Menschen. Ja, und vor allem, du machst so dein eigenes Ding, aber du bist halt nicht allein, weil dein Partner ist bei dir. Du kannst jedes Mal rübergreifen, kannst mal, oh, machen so. Dann reicht's auch wieder. dann so, und dann verpiss dich! Double Streak, oder wie auch immer das heißt bei Call of Duty. Es macht irgendwie ganz schön Spaß. Gehören sie so rumkleistern, überall irgendwas hinschmieren. So. Ja. Juhu! Was meinst du, wenn ich dich hier so donner? Ja, das sieht gut aus. Einfach mit Gewalt. So, und jetzt noch einmal hier. Guck mal, ob die noch einmal runterrutscht. Schön einmal rüber hier. Komm. Das sieht echt nice komplett aus. Einmal rüber. Also, das hier, die muss ich jetzt essen. Irgendwie. Ja, alles gut. Die müssen wir einfach sehen. Wir haben genug. Erstmal einmal komplett hier. Oh, geil. Da läuft der Zuckerguss runter. Voll das ja, macht richtiger Erguss bei euch. Ja. Da läuft der Zuckerguss runter, aber das gerade nur noch raucht, läuft der runter. Ach Leute. Chitem. Das Ding ist, wir sind nächstes Feuer fertig, Joshi. Ja, aber da sieht es einfach auf dem Scheiß aus. Das Ding. Ja, wir sind schon voll weit. Ja. Wir haben den Rest nur noch zum Essen. Ja, aber guck mal, bei euch sieht es wenigstens gut aus. Bei uns ist es irgendwie so, als wär's so massakriert worden, bevor es zusammengebaut ist. Ist doch lieber mit Sex, oder wär's fast fertig geworden. Ja. Genau, Thomas. Genau so ist es. Jetzt wisst ihr Bescheid. bitte was? Vor allem, wenn du immer schreist. Erster! Das wäre richtig mies. So ein Silvester auf einmal aus dem Keller so. Erster! Bin Erster! Aber weißt du, wie mies es dann ist, wenn die Frau sich einmal wegdreht und aber zieh jetzt raus, ich bin fertig. Oh Gott, ey. Okay, ich muss mir ganz kurz die Hände waschen gehen. Lass es mich doch ablenken. Ja, tschüss. Ja. Oh, okay, das hat nicht funktioniert. Test, ASMR. Meine Fresse, Alter, das sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Guck mal, das sieht perfekt aus. Oh, danke, voll nett. Man muss halt ein bisschen sabotieren, so ein bisschen wackeln. Ey! Oh. Aber es gibt Pluspunkte dafür, dass wir das Lebkuchenhaus wenigstens richtig rum hingebaut haben. Ja, auf jeden Fall. Absolut. Hä, es gibt kein richtig rum. Doch, klar ist richtig rum. Du bist richtig rum. Ja, das hoffe ich doch. Das ist so. Ich weiß nicht, ich habe ein Gummibärchen, wo tue ich das hin? Essen. Ich bin so aufgeschmissen ohne dich, Carina. Ich habe ein Gummibärchen, wo tue ich das hin? Carina ist halt so typisch Russin wieder, so richtig schön auf alles verschieben, so. Sie alles ja gut reden, so. Jetzt gibt's hier rassistische Anfeindungen. Ja, aber so verkauft sich halt besser. Man verkauft es besser, wenn es Mist ist und man trotzdem sagt, guck mal, wie gut es ausschaut, wie die Smarties oben am Dach liegen. Und die Gummibärchen, die Katze, sie wacht vorne wie ein Hund. Sie wacht da vorne wie ein Hund. Willst du was sagen, Daniel? Willst du was sagen? Sagst du, das ist falsch? Nö. Kann ich was raushören gerade? Ey, ist doch scheiße. Ja, aber er ist noch nicht verziert. Ja, das ist krass, Alter. Jetzt ist ein Dinosaurierhaus. Ja, aber guck mal, die haben es auch noch nicht komplett verziert. Und es sieht einfach irgendwo. Die haben jetzt alles in einer Reihe von. Wolltest du gerade schön sagen oder scheiße? Ich hab's nicht ganz über die Lippen gekriegt, aber war schwer. Es zugeben der Wahrheit ist schon mal gar echt schwer. Es ist so wunderschön. Ja, es geht schon. Man kann es irgendwo akzeptieren. Was machen wir? Sag mir, was wir tun. Da ist noch ein bisschen Papier mit drauf. Ich will irgendwo noch meine Boah, ist das süß.
Ah, danke. Okay, es geht jetzt verzieren von vorne. Viel zu süß. Viel zu süß? Ja. So. Die sind mir sehr zu beschneiden. Lass mich mal raus. Hier, du hast doch ein Glas Wasser hier. Ja, genau. Ah, das sieht gut aus. Vorne, außenrum so. Okay. Als, wie so okay. Beleuchtung. Ja. Wie bei den Chris Woods. Ganz schnell vor. Hä? Alles am Schluss durch das Ding. So kennt man's. Ja. Ja. Ja, Mann, guck mal. Das sind unsere Jingle Bells hier. Ich glaube, die machen einen Abgang. Ja, können wir retten. Mach mal. Oh, oh, hey. Mehr ist nicht gleich mehr. Hier. Blau ist blau. Meine Socken sind so komplett gepuderzuckert. Gepuderzuckert? Ist das ein... Geh weg hier! Geh weg von hier! Geh weg von mir! Geh weg von mir! So geht das. Oh, schön. Ich hab bald alles verbaut. Sonst ich falsche Seite. Geh mal rüber hier. Hier gibt's nur eine. Hä? Sandwich. Ah, jetzt hab ich einen Zucker gesagt. So, jetzt machen wir hier noch ein bisschen was. Nein. Jetzt jizzen wir hier noch ein bisschen. Jetzt machen wir nochmal ein Gesprächsthema. Ja. Alle sind so voll konzentriert. Wir sind übelst konzentriert. Weihnachten, Weihnachten, komm, sag mal was zu Weihnachten. Nee. Was gibt's bei dir noch zu essen? Nix. Unterschiedlich. Also meistens russische Gerichte halt einfach. Oh geil, was für russische Gerichte. Die Russen feiern an sich ja gar kein Weihnachten. Echt nicht? Die beten ihren Teufel an. Nachdem Video, weil ich so gehatet wahrscheinlich. Ich mag Russen, vor allem russisches Essen. Nee, ist nicht so meins. Oh, I love it. Boah, das ist richtig schlimm. Ich versuch schon. Also ich habe jetzt schon alles versucht. Es gibt keine Chimoreki und so, habt ihr alles schon alles probiert? Pelmeni? Nee, Pelmeni war gar nicht dein. Ja, ich habe sogar schon mit Tomatensauce versucht, ey. Ich habe schon meine Ehre beschmutzt. Diese Leute, die hassen dich natürlich. Komplett hassen die dich. Ja, aber hast du die mal versucht anzubraten mit Butter oder so? Pelmeni? Nee, noch nicht, aber das geht auch vielleicht schon nicht gegen meine Ehre. Da kommt nichts raus. Ja, also bisher haben wir Pelmeni mit Maggi und Schmand gegessen, das war jetzt nicht so meins, Alter. Ja, geil. Geil. Hab ich auch gesagt. Haben wir ja, sollen wir nochmal so eine Reihe machen? Ich krieg Platino noch mal auf. Ja. Nice. Ich kann nicht soll ich mal hier ziehen oder so? Oder soll ich hier rein und du machst Pfefferkuchenhaus. Okay. Ich tu da rein und du machst einfach mit. Nee, warte. Ah, nicht zwei Grüne ineinander. Ja, erst Orange. Ja, warum hast du nicht das Orange einfach drauf getan? Mensch, Carina. Nee, erst Grün, Orange, dann Grün. Noch eine Ampel oder was? Nee, ich brauche... Gelb. Brauchen Gelb. Nein, wir brauchen nicht Gelb, wir brauchen jetzt Grün. Ah. Leute, hätte. Das ist aus. Ihr seht es. Orange, da. Jetzt Orange. Ist das Ding hier absolut am Start. Hey, so scheiße. Die andere Seite sieht nicht so scheiße aus. Die ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja, jetzt merkt schon, gleich. Ich ist halt alles ein bisschen schief. Ja, jetzt kommen wir mal eine Korrekturarbeiten hin. Diddlin, din, 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 diddlin, din. Das machen die beiden noch aus hier, oder? Was? Ja, wow, das ist hart viel gemacht. Gibt's irgendwas, was ihr an Weihnachten gar nicht mögt? Ja, dass man, Rot und dass man anderen Leuten Seite. Sachen schenken muss. Echt jetzt? Dann schenk denen doch nichts mehr. Ich bin der größte Geizhals auf der ganzen Welt. Aber dann, wenn du nichts bekommst, dann musst du ja nichts schenken. Naja, ich bekomme ja was. Das ist das Problem an der Sache. Regel das doch. Das ist eben mein Problem. An sich, mir geht es gar nicht ums Geld. Mir geht es darum, dieser Stress. Damit ich immer ja, ich muss was zu den anderen suchen. Abpasst. Anfang Dezember bin ich immer so, alle so, hast du Geschenke? Und ich bin so, oh Gott, das geht dir schwer. Stimmt, ja. Wie ist es, wenn fertig ist, darf man die anderen sabotieren, oder? Das ist doch bald. Nö, du darfst anfangen zu essen, mein Spaß. Lass die restlichen. Geh weg! Jetzt lass mir nächstes ein Pentagramm machen. Ein Pentagramm. Nein! Nein! Das ist voll Weihnachten, nicht so gut. Ihr Russen mögt es doch. Geh weg, geh weg. Hast du mir das... Das hab ich jetzt da? Josh, was hab ich hier? Wo? Hast du nichts gemacht, oder? Da, hier. Jetzt geht die Schlacht hier los. Da. Na, oh! Carina, dein Nein, Nein, das klingt wie so ein Hundegebell irgendwie. Ihr bellt immer voll. Alter, tu den Finger weg. Machst du nur einen Strich? Was ist dann? Was machst du? Das ist wie so, wisst du, was du tust. Hä? Ah, Tigon, ja! Das hat nicht funktioniert. Oh Mann, das ist cool. Simba! Geh weg! Simba! Genau. Jetzt klebt dir so ein scheiß Smartphone durch. Ich glaube, das ging ins Gesicht.
Leute, an solchen Essens hier Schlachten. Hör auf, Thomas! Mit Verschwendung und allem drum und dran beteilige ich mich nicht. Ja, weil ich warum nicht? Weil du gegen. Hast du was gegen Frauen? Ich kann diese Farbe nehmen. Weg! Ich glaube, ich muss ganz kurz mal. Ist halt. Alter, auf den kann ich schon gehen, Alter. Das ist doch der Scheiß. Ja, ist echt so. Gummibärchen, guck mal. Was machen wir jetzt? Also warum? Wir haben hier das Lebkuchenhaus, wie gesagt, jetzt schon mal fertig, Freunde. Ihr seht es. Ich hab noch was gefunden. Jetzt hört mal auf zu kämpfen hier. Wir müssen das jetzt mal kurz präsentieren. Oh, ja, wunderschön, fertig seit 3000 Jahren. Oh je. Ja, dann brauchen wir 8. So sieht's auch aus. Daniel macht es sowieso nur extra langsam, damit das Werbung Video auf 10 Minuten stellen kann. Ja, echt so. Jetzt mache ich das aus Trotz, mache ich jetzt das Video auf 2 Minuten. Ich will das ein Fenster hinmalen, ein Fenster. Ich will da ein Fenster. Ich will da, oh ja, malen wir ein Fenster hin. Voll schön! Ich glaube, den kann man nichts mehr hinzufügen, oder? Ja. So. Und jetzt machen wir. Oh, Alter. Smarty ist das ist der Smarty. Machst du noch was? Echt? Mann, der kommt nichts rum. Ich muss seine Scheiße hier kaschieren. Ach so, ja, das sieht gut aus. Ja. Okay, jetzt sind wir fertig. Echt? Ja. Das ist für mich? Okay. Ja. Mutter! Ihr seid fertig? Ja. Also, präsentieren wir mal. Oh. Ja. Ah! Jetzt kommt was raus. Ja. Okay, Leute. Präsentieren wir mal unsere Häuschen. Ja. Präsentiert euer mal. Wir haben unsere schon 5-mal präsentiert hier. Sollen wir mit der Kamera näher ran und dann so Beauty-Aufnahmen machen? Erstmal anheben. Mal erstmal anheben, ja. Ich traue mich aber nicht, das Ding anzuhauen. Hebst du es an, wenn doch. Just do it. Nein, du. Do it! Nein! Nee, dir vertraue ich nicht. Du sabotierst mir das noch. Ich sabotiere gar nichts. Das wunderschöne Haus, der. Das Team. Was ist los? Was denn? Was machen? Erklärt mal, warum eure Tür hinten ist. Habt ihr da was? Sollst du anspielen auf deine Hintertürchen und so? Wir lassen immer das Hintertürchen offen. In jeder Situation im Leben. Also okay. Ich finde, das ist hier nicht gut gemauert an der Seite. Da guckt der Boden raus. Das ist irgendwie... Das ja, ist wow, jetzt hat er nicht so stark geschneit. Da ist halt immer noch der Acker zu sehen. Bei euch alles. Das, was genau? War Zuckerguss so hell. Ja, es doch passt schon. An der Seite geht's raus, weil da ist der kleine Garten, wo die Blume sich drin aufhalten kann. Hier ist der Gary, der ist bei uns oben drauf. Der hat aber ein bisschen am Koks genascht, deswegen hat er ein bisschen weiße. Ey, das sieht so beschissen aus. Weil die Katze liegt. Uns ist tausendmal besser. Unsere Katze ist perfekt. Genauso flacken die immer da. Ja, welche Katze ist auf dem Dach? Ich habe nie eine Katze auf dem Dach gesehen. Das ist nur auf Bildern so, aber in der Realität war die nie auf dem Dach. Ja, da hast du ja schon eine gesehen, wenn du sie in Bildern gesehen hast. Ja, gemalte Bilder. Und digitale Stellen. Wir hatten ja früher nichts, wir hatten nur gemalte Bilder. Was macht man jetzt eigentlich damit? Isst man die jetzt einfach oder was? Eigentlich, ich weiß gar nicht, was man damit macht. Ich glaube, das Aufbauen ist eigentlich das Große. Man könnte sie dann essen, aber ich stelle mir das jetzt gar nicht so geil vor, Lebkuchenhäuser zu essen. Nicht? Nee, also, weh, Junge. Junge, lasse ich euch auf jeden Fall. Okay. Dann würde ich mal sagen, die Community darf abstimmen. Was ist ein... Was wird denn das, Karina? Oh, voll schön! Herz? Ja. Warum bin ich am Ende? Das Teil, das sieht jetzt aus wie ein überdimensionierter Leberfleck. Ja, der schmeckt da besser wahrscheinlich. Oh. Ja, also Chase ab über die Lebkuchenhäuser und das ist am besten, das wissen wir glaube ich alle, das steht ja nicht wirklich zur Debatte, aber einfach so für Referenz stimmt mal ab. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ja, jetzt kommen die Beauty Shots.
Und dann beiß ich nochmal ab. Genau. Unten sind die ganzen Social Media verlinkt, oder? Verlinkt. Weißt du schon, wie wir einfach komplett die Abmoderation übernehmen? Ja, passt schon. Deswegen muss ich mir gestern, ich habe keinen Bock mehr. Und was habt ihr zu Weihnachten bekommen oder bekommt ihr zu Weihnachten? June. Das hätte ich nicht gemacht. Das hätte ich wirklich nicht gemacht. Wieso nicht? Ist geil. Dieser Scheiß, das weiß ich nicht wie alt. Ja gut. Ja gut, dann. Judy schaut ihr jetzt erstmal, oder? Gut, dass ich Klopapier danke schön, dass du noch reingebissen hast. Damit nein! Nein! Noch einmal! Nein! Nein! Ich muss noch ein Foto machen! Nein! Geh weg! Bellt wie ein Hund.